Nach deiner Frühsommertag mit bis zu 28, 29 Grad, die wir gehabt haben, jetzt Anfang April, ja, hat sich gestern zumindest einmal eine Kaltfront gemeldet und vorübergehend für Abkühlung sorgt. Am Furkajoch sind etwa 20 cm Neuschnee gefallen und der Schnee ist sogar ab bis auf etwa 1000 Meter in fester Form. Naja, heute schaut das Ganze schon wieder deutlich besser aus. Der Schnee taut jetzt langsam ab, der Himmel sorgt sich schon in tiefem Blau. Und wenn wir uns den Satellitenfilm anschauen, dann sehen wir, wie da das Hochdruckgebiet allmählich über Mitteleuropa kommt, aber von Norden her streift uns noch eine schwache Front, die wird es vor allem in der kommenden Nachtstunde ein paar Wolken bringen, es bleibt aber trocken und danach zieht das Hochdruckgebiet langsam Richtung Vorarlberg. Das wird dann wahrscheinlich auch längere Zeit bei uns bleiben. Wir haben ja morgen in der Früh am Freitag so um die 6 Grad im Rietal und bis zu 22 Grad. Der Sonnenschein dominiert, ab und zu ein paar Schleierwölkchen. Und oder Samstag präsentiert sich ganz ähnlich mit 10 Grad in der Früh, 25 Grad, also schon wieder wahrscheinlich ein Sommertag, den wir da erreichen können im Walgau und im Rietal. Am Samstag also nochmal sehr warm. Und alle, die es jetzt schon in die Außenbäder bzw. in die Naturbäder zieht, die dürfen wir am Samstag und am Sonntag also zufriedenstellen mit bis zu 26 Grad, die dort am Sonntag auch noch einmal möglich sind. Temperatur also bereits wieder frühsommerlich, Natur, die blüht so richtig auf. Kommen wir einen Stock höher, wo es doch noch winterlich ist. Zum Beispiel da in der Mülls, am Hasenbüchel, da haben wir am Freitag 5 bis 12 Grad, am Samstag 7 bis 14 und auch am Sonntag ganz ähnlich mit 8 bis 14 Grad. Sonnenschein dominiert, ab und zu ein paar harmlose dünne Schleierwolken. Und was noch dazu kommt, ist so eine leichte Trübung von der Luft. Eine riesige Trübung, weil ja nach wie vor jetzt vorübergehend der Wind aus nordwestlicher Richtung kommt und damit eben so ein bisschen eine diesige Sicht herrschen wird. Schauen wir uns noch den Montag an. Am Montag kommt der Kaltfront auf uns zu, die bringt sehr schon mal kräftige Schauer und Gewitter, vielleicht auch ein paar Windböen. Und dann gegen Dienstag kommt die Kaltluft dazu, da sehen wir das so an der violetten Farbe, die Schneefallgrenze sinkt immer wieder rein. Es kann also sein, dass es vom Dienstag auf am Mittwoch bereits wieder unter 1000 Meter, vielleicht sogar gegen 700 oder 800 Meter schneit. Und somit können wir auch davon ausgehen, dass in der Zumreifer noch nicht aufhört und vor allem, wenn er ab Höhenlagen von etwa 800 oder 1000 Meter wohnen oder vorhin zum Bergauf fahren. Ihr seht es eigentlich, bis am Sonntag haben wir da im Hintergrund immer wieder Schauer gesehen, die durchziehen. Die Schneefallgrenze, die tendiert so zwischen 1000 Meter in starker Schauer, könnte sie vielleicht sogar einmal auf 600 Meter einsacken und somit sehen wir auch wettertechnisch, dass es am Montag deutlich abgeht. Die Achterbahn, die wir ja die letzten Tage hier oben da mal gehabt haben, die sackt jetzt richtig ab und bleibt die ganze kommende nächste Woche in der unterdurchschnittlicher Temperaturbereiche. Also bis zum Samstag, Sonntag wird es wahrscheinlich unterdurchschnittlich kalt. Immer wieder auch Schnee in der Berg, vor allem ab 1000 Meter dürfte er liegen bleiben. Und danach, so gegen Sonntag, Montag, könnte sich das Wetter dann langsam wieder stabilisieren und normalisieren. Aber das sommerliche Wetter, das wir derzeit haben, jetzt noch bis zum Sonntag, unbedingt genießen. Wir haben da im Blick noch die Basilika Vorarlberg. Also nützen das Wetter, denn nächste Woche wird deutlich ungemütlicher, vor allem mit der Bergdom wieder mit einigem an Schnee. Hat euch das Wettervideo gefallen, dann sorgen Sie uns doch noch mit dem Daumen nach oben. Vergessen nicht unsere YouTube, Instagram, Facebook-Kanäle zum Abonnieren. Mein Name ist Lukas Alton und ich wünsche euch an der Stelle jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao miteinander.